Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda auf unserem wunderschönen Schiff, die Tempest, wo wir schon ein bisschen umgeschaut haben. Aber wir können erst mit den Crewmitgliedern reden, wenn wir den Start vollzogen haben. Also auf die Brücke. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Kalojath, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Ich werde uns vom Problem fernhalten. Ich arbeite mich noch ein. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin. Mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Unsere ganze Reise ist etwas Großes. Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. 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 Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Träumen Sie weiter von einer Heimat. Wir schaffen das schon. Ich hatte nie geplant, Pathfinder zu sein. Ich weiß nicht, was da draußen ist. Aber wir sind die Besten und Klügsten der Milchstraße. Wir schaffen das. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Wow, wie geil. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Die Aggressionsscheibe. Aber erstmal würde ich das gerne beenden. So. Wow. Da ist sie. Die Nexus. Ich möchte jetzt mal gucken, ich bin gerade total sprachlos, tut mir leid. Ich möchte erstmal mit den Leuten reden. Ah, Pathfinder. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Suvi Anwar. Meine Aufgabe ist es, als Verbindung zwischen Ihrer Crew und dem Wissenschaftsteam der Nexus zu dienen. Verbindung? Was meinen Sie mit Verbindung? Werden Sie mich verpfeifen? Natürlich nicht. Ich interessiere mich nicht für Politik. Ich gebe lediglich wissenschaftliche Ratschläge. Ich habe sämtliche Planetenscans studiert und konnte sogar einige Bodenproben aus Helios untersuchen. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen meine Analyse der heimischen Bakterien und Mikrofauna. Sie umfasst 60 Seiten. Das sind ziemlich viele Seiten. Über Böden. Nett, dass Sie das sagen, aber mir ist durchaus bewusst, dass es kaum mehr als eine Zusammenfassung ist. Wie auch immer, ich warte seit Monaten darauf, da rauszukommen und mir Helios anzusehen. Deshalb habe ich mich der Initiative ja schließlich angeschlossen. Die Milchstraße war nur ein Winkel eines gewaltigen Universums. Ein Winkel eines winzigen Winkels. Und wir sind diejenigen, die aus diesem Winkel heraustreten. Das ist einfach unglaublich. Okay. Ich habe eine Zeit lang ein Massenportal bewacht. Ich wollte immer wissen, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß genau, was Sie meinen.
Sie werden uns also auf Missionen begleiten? Oh, das ist lustig. Ich? Da draußen? Bei all den Waffen und Gefahren und allem anderen. Ich könnte Sie so unterrichten, oh, das ist Flirten. Aber wollen Sie denn nicht alles selbst erleben? Ich würde es wollen. Doch, natürlich. Aber ich weiß, wo meine Stärken liegen. Glauben Sie mir, im Labor bin ich Ihnen deutlich nützlicher. Nun, wie auch immer. Ich habe gerade einige Anweisungen des Wissenschaftsteams erhalten, die ich unbedingt durchgehen sollte. Bis später, ja? Okay, bis später. Wow. Jetzt reden wir mal mit Callow, von dem ich auch ein bisschen mehr erfahren. Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie sagten, Sie hätten es entworfen? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ein großer Schritt für das Schiff. Ich mag die Tempest, aber ich bin nicht sicher, ob ich für sie ganze Galaxien bereisen würde. Das Unbekannte hat durchaus seine Reize. Aber es ist seltsam, dass der Rest des Teams nicht hier ist. Ich weiß noch, wie Serena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole, 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Haben Sie was Neues über die salarianische Arche? Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Keine Sorge. Wir werden die Salarianer nach Hause bringen. Natürlich werden wir das. Ich muss nur Geduld haben, das ist alles. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Das mache ich gerne. So. Was ist das denn für ein Raum? Ausstattungsstation. Ah, hier kann ich meine Waffen offenbar und... Interessant. Hier kann ich mich also ausrüsten. Wie auf der Normandy SR2. Und das ist und das ist der Undock-Ding. Okay. Zum Undocken an irgendwelchen externen Stationen. Die Rettungskapsel. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nein, alles war so hektisch. Aber ich bin sicher, hey, könnten Sie mal ins Biolabor kommen? Kiosk an- und Verkauf, was ist das denn? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das System, ich werde mich so... Oh Gott, ich werde mich so drin verirren. Forschungszentrum. Das Biolabor. Das war auf der Seite. Forschungszentrum. Einsatzteammission. Okay. Hier rein, ne? Nett haben Sie es hier. Saubere Luft, Pflanzen, das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Eine Asari? Wie den Verlust des alten Mannes. Eine Asari-Elite-Soldatin? Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia. Zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen.
Kannten Sie meinen Vater gut? Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich kann ziemlich gut zuhören. Ich hoffe, als Pathfinder sind Sie ebenso gut. Als ich sagte, ich würde Ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber ich habe mich als rechte Hand Ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er Sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, Ihnen zur Seite zu stehen und die Mission Ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Was hat Sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Na gut, kann ich denn mit dir reden? Ja, da kann ich, tatsächlich. Sie sind wieder zurück? Haben Sie jemanden Besonderen? Nö. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Ich will so gerne mit Ihnen reden, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach komm, wir reden mit dir. Scheiß drauf. Hallo. Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen. Nicht, um mich zu verlieben. Ich hatte mich das einfach nur gefragt. Vorsicht. Vielleicht stecke ich ja eines Tages meine Nase in Ihr Privatleben. Das will ich nicht. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Es war Zeit, meine eigene Geschichte zu schreiben, zu neuen Horizonten aufzubrechen und Sarah die Möglichkeit zu geben, die Entdeckung ihres Lebens zu machen. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Elite-Einheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des Spezies-übergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, Sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Wie war Ihre Elite-Einheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin, Nisira, hat uns durch den gesamten Athene-Nebel und noch weitergeführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Wer würde sich denn mit der mächtigsten Spezies der Galaxie anlegen? Vor allem sie selbst. Terroristen, Kulte, abtrünnige Adat Yakshi, Dissidenten, die eine Abspaltung von der Citadel forderten.
Die Asari sind schon durchs All gereist, als bei uns gerade das Römische Reich entstand. Trotzdem haben auch sie Probleme. Und dafür gibt es die Eliteeinheiten. Nach 4 Jahren bei den Asari-Eliteeinheiten haben sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Danke für die Information. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Okay, es ist sehr interessant, muss ich sagen. Sie war bei den Asari-Soldaten, nicht schlecht. So. Ich gehe mal da runter. Wow, nicht schlecht. Ich bin in der Waffenkammer. Das ist schön, aber ich will mich einfach ein bisschen umschauen. Ah, der Pathfinder dreht seine Runde. Und sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Hey, das hier ist der wichtigste Bereich des Schiffes. Wow, erzählen Sie mir nicht, die da oben hätten zur Abwechslung mal jemandem mit Verstand das Kommando übertragen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht. Ich kann aus diesem Baby mehr rausholen, als viele denken, aber wir sollten trotzdem immer mal wieder einen Zwischenstopp an der Nexus einlegen. Zumindest vorerst. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Das klingt, als wäre es ein ziemlich trostloses Leben gewesen. Ganz ehrlich? Es war zum Kotzen. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele. Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Sie meinen nicht mich speziell, oder? Wir können eine Flirtbeziehung eingehen. Das will ich mal, das will ich eigentlich mal gerne ausprobieren. Wir erkunden diesen Cluster und irgendwann auch die gesamte Galaxie. Wenn Ihre Bestimmung hier liegt, werden wir sie finden. Dann stellt sich nur noch die Frage, was ich damit anfangen werde. Aber bis es soweit ist, entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Ich kann mit dem flirten. Okay, er sieht wenigstens besser aus als Dorian aus Dragon Age Inquisition, muss ich schon sagen. Und hab's er. Ich spring einfach mal runter. Was haben wir denn hier für Nüsse? Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Lassen Sie mich raten. Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss Warte, jetzt kurz... Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Eine Erklärung wäre nett. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich glaube... Nein, ich bin mir sicher, ich kann Ihnen hier von Nutzen sein. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Und Sie können mit Waffen umgehen, oder? Sie können also mit den Einheimischen feilschen. Das ist toll, aber bitte sagen Sie mir, dass Sie auch im Kampf zu gebrauchen sind. Wie gesagt, ich bin Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Ich tue, was getan werden muss. Hier steht für uns alle viel auf dem Spiel. Wenn es weiter so läuft wie bisher, sind wir alle tot. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Jeder hat wieder seinen kleinen Bereich auf dem Schiff, wo er sich gerne hin verkriecht und sich da einnistet. Finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Erinnert mich sehr stark an Mass Effect, ne? Ich will aber noch mit dir reden.
Ich will wissen, was mit. Ich will gerne wissen, was sie nach Andromeda verführt hat. Sie scheinen die Tempest gut zu kennen. Sie kennen das Schiff ziemlich gut. Ich habe dafür gesorgt, dass die Techniker alles hatten, was sie brauchten, damit die Tempest jederzeit einsatzbereit ist. Unsere Anführer wollten sie ausschlachten, aber ich habe darauf beharrt, dass irgendwann ein Pathfinder auftauchen wird. Ich liebe es, Recht zu behalten. Stimmt. Wie kam sie zur Initiative? Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Sie erwähnten inoffizielle Quellen? Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Sie nutzen die Leute also aus, aber das hat ein Herz. Das klingt, als würden sie andere ausnutzen. Nicht doch. Ich besorge den Leuten, was sie wollen. Und sie wollen es wirklich. Sonst würden sie nicht dafür bezahlen. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Natürlich. Ich schaue mich natürlich erstmal hier um. Wer ist denn hier drin? Hey, der Zug kratzt den Boden. Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Hey, gibt dieser Satz irgendeinen Sinn? Wo haben Sie denn die Couch aufgetrieben? Nein, natürlich nicht. Was? Egal, braucht einen blöden Grund für die Genehmigung. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Cop zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Ah, schmeckt gleich viel besser. Ich wollte Abenteuer erleben und Geheimnisse am Rand des bekannten Universums entdecken. Es gab so viel zu sehen. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ich frag mich... Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Ich frag mich, was die, ob sie gerade beide denken, was gerade in der Milchstraße passiert ist. Weil es sind 600 Jahre nach der Reaper-Krise geschehen. Ob sie wissen, ob alles noch heil ist, das wüsste ich gerne. Wie eine Gesellschaft wie dieser. Ich kann also auch hier mit dem flirten. Ich hatte gehofft, eine Karriere in der Allianz würde für mich Abenteuer und Entdeckungen bedeuten. Aber daraus wurde nichts. Hier hingegen ist alles neu. Und ich will alles sehen. Idealismus, selten. Alle anderen sind nur zynisch. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier?
Ich würde gerne sagen, ich laufe vor meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur vor mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job, alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Stimmt, aber wir sind nicht in Entscheidungen aus einer anderen Galaxie gefangen. Gefangen? Wir haben einen guten Ort aus guten Gründen hinter uns gelassen. Wenn wir das im Kopf behalten, finden wir schon einen Weg. Auf das Wesentliche konzentrieren. Ein Neubeginn unter der Leitung des Pathfinders und seines Teams. Dafür werde ich mir den Arsch aufreißen. Hört, hört. Kann ich noch mit ihm reden? Tatsächlich. Ich höre. Über Sie. Wie sind Sie eigentlich hier gelandet? Erzählen Sie mir von sich. Okay, ich war ein schlechter Schüler, ein lausiger Polizist und ein guter Krisenhelfer. Hatte ein gutes Leben, aber das war mal. Ich wollte nicht neu anfangen, sondern groß rauskommen. Sie waren erst Polizist und dann bei den Spezialeinheiten. Aber beides nicht sehr lange, was? Für Jura fehlte mir die Geduld, also habe ich es als Polizist versucht. Vater wusste gleich, das wird nichts. Aber so kam ich zu Hassel. Die nehmen eigentlich nur Veteranen und Ex-Soldaten. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Ein von den Abläufen frustrierter, ungeduldiger Rekrut. Ganz schön dick aufgetragen. Tja, ich war auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich habe es gefunden. So bin ich hier gelandet. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Sie fehlt mir. In manchen Nächten weint man eben, oder? Tun das nicht alle? Mutter Joelle, Vater Kelvin, beide Anwälte, haben sich auf der Citadel kennengelernt und auf der Erde niedergelassen. Keine Brüder oder Schwestern. Das wäre auch zu viel gewesen. Alles ganz traditionell. Was ist mit Ihnen? Naja, 600 Jahre, die sind schon bestimmt schon tot. Alter Falter. Das Leben mit meiner Familie war in vielerlei Hinsicht untypisch. Aber sie hat funktioniert, oder? Das muss sie, so wie meine. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Andromeda geflogen. Reden wir später weiter. Alles klar. Hui. Aber jetzt schön hier. Nicht schlecht. Was gibt's denn noch zu sehen? Da oben ist ein Maschinenraum. Was haben wir hier? Ach ja, die Krankenstation. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Anatomin? Ärztin? Das ist ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf. Ich bin außerdem approbierte Psychologin. 275 Jahre sind reichlich Zeit, um sich in mehreren Fachbereichen zu spezialisieren. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach.
Ich werde Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Ich werde dir eine Leiche besorgen. Aber warte, ich möchte gerne mit dir reden. Aber das machen wir wahrscheinlich jetzt in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.